Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Pokémon Wi-Fi Battle, Leute. Hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir gegen die gute Mona und Mona hat dabei. Wow, ein sehr, sehr interessantes Team. Weil sehr, sehr viel Power sehe ich gerade. Wir haben dabei einen Lamos, einen Magiana, einen Libeltra. Jetzt im Dragon Dancer Set ein Relaxo, ein Mimigma und ein Koryogel in der Feuerform. Ich habe schon viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Ich muss schnell mein Team hier wählen. Mit was fange ich an? Stripperella ist immer ein ordentlicher Lead. Und ich denke, oder halt die Gosch vielleicht, halt die Gosch. Halt die Gosch ist immer cool. Er kann mit seinem Mimigma lean. Oder mit Magiana. Ich fange einfach an mit Stripperella. Oder, na, ich weiß es nicht. Was fange ich an? Ich glaube, ich fange an mit Silver Surfer. Mit meinem Raichu. Outspeedet auch vieles. Und kann halt wohl switchen, etc. So, gehen die gute Mona mit der Battle Royale Musik. Heute mal ein bisschen was anderes am Stissel. Ja, ich wünsche auf jeden Fall einen guten Kampf und euch ein wunderbares Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute einen wunderbaren Tag. Ich verhaspel mich immer, ey, das ist krass. Ich muss aufhören, so schnell zu sprechen. So, die fängt an mit Libeltra. Ist ganz gut für sie, für uns eher negativ. Weil Libeltra kann Erdbeben und alles. Und das schmeißt uns ziemlich aus der Bahn. Wir können auch keinen World Switch machen. Weil wegen Typ Boden. Deswegen gehen wir hart raus. Weil wir ein Erdbeben predikten. Wir können auf einmal Rose raus. Ist aber halt ein bisschen doof, weil wir die Offensivweste darauf ertragen. Ich kann eigentlich auf Pampros raus. Weil er kann nichts gegen Pampros machen. Wir tanken ihn jetzt ziemlich gut. Und können... Was können wir da machen? Wir können ja nichts machen. Stripperella würde auch einen Hit normal tanken. Wir können dann outspeeden und mit Knuddler sehr effektiv treffen. Das wäre ein Plan. Aber das wäre auch nicht das Optimum halt, ne? Du könntest auch nichts. Und halt die Gosch könnte auch nichts Besonderes. Also am besten hört sich eigentlich der Emma Rose Play an, falls ein Erdbeben wirklich kommen sollte. Unser Def ist aber halt nicht so stabil, falls es ein Dragon Dance oder doch sogar was anderes kommt. Ich gehe auf Stripperella raus. Weil selbst wenn er G-Dance raushaut, kann ich immer noch outspeeden durch den Scarf und kann ihn töten. Wir hoffen einfach mal. Er geht für die Kehrtwende. Okay, das ist scheiße für uns. Das ist sehr, sehr scheiße für uns, weil er kriegt Damage auf Stripperella raus, den ich nicht hätte fressen wollen. Libeltra, Leute, Libeltra. Habe ich noch nie mit wirklich gegen gekämpft, weil das Nachgang war halt einfach immer besser. Koryogel. Feuer. Outspeedet der Boy uns. Koryogel ist schnell, ne? Aber wie schnell ist Koryogel, Leute? Das werden wir erfahren. Ich weiß nicht, ob Koryogel krass schnell ist. Wir haben 112er Base, meine ich. Koryogel hat eine Base von 93. Normalerweise sollte es schneller sein. Wir gehen für die Kehrtwende. Resistet er zwar vierfach, aber wir brechen schon mal ein Focus Sash, falls ein haben sollte. So. Für was könnte er gehen? Für eine Feuerattacke, für eine Flugattacke, er kann für alles gehen. Deswegen mit meist speziell gespielt, das heißt, ich gehe raus auf Emma Rose. Ja, wir gehen raus auf Emma Rose. Wir haben die Offensivweste drauf, das heißt, wir tanken eigentlich einen Wegtanz. Okay, sollte ruhig machen. Wie viel drückt das? Es drückt nicht über die Hälfte, er ist gelife-orbt. Und Wegtanz ist seine stärkste Attacke, okay. Das Ding ist jetzt halt, wir werden nochmal durch einen Wegtanz getroffen, wir sind im roten Bereich. Wir können für den Felshof gehen, wenn wir wollen. Er kann natürlich jetzt auch rausgehen auf Magiana, sonst was, wie auch immer er will. Ich glaube, jede andere Attacke würde auch gehen, von daher ist es eigentlich egal, für was wir gehen. Ich kann überlegen. Gerade am Überlegen. Ich denke mal, er wird für Magiana rausgehen. Könnte das machen? Will er das tun? Ich weiß. Ich gehe trotzdem auf den Felswurf safe. Wir bleiben safe. Wir bleiben safe und gehen für den Felswurf. Er geht raus. Geht so raus in Magiana? Ja, er geht raus in Magiana. Durchbruch hätte nochmal Damage gemacht. Felswurf macht. Wie viel Damage? Nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Und wenn Magiana anfängt, Pokémon zu töten, dann kommt seine Fähigkeit und boostet ihn ziemlich hoch. Und Magiana ist auch ein ziemlich krass starkes Pokémon. Sollte man nicht unterschätzen auf keinen Fall. Und es trägt die Überreste.
Ist schon mal gut zu wissen, dass es die Überreste trägt, weil ich habe keinen Bock auf einen Scheiß Scarf Magiana. Magiana, was willst du tun? Hm. Ich weiß selber nicht, was ich jetzt tun werde. Hit Me Baby wäre eine Option. Wäre wirklich eine Option. Eine gute Option, die mir sehr gefällt. Ich glaube, das werde ich auch machen, weil wir auch ebenfalls die Offensivweste auf Hit Me Baby tragen. Und dann schauen wir einfach mal, wie viel Damage du wirklich machst gegen uns. Jetzt kommt der Gangwechsel. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das sieht sehr, sehr stark aus. Hast du ein Flug-Pokémon, ja? Du hast Libeltra dabei. Das heißt, ich kann nicht für ein Erdbeben einfach so gehen, wie ich will. Für was gehen wir? Gehen wir für Nahkampf? Na, Nahkampf kann ich nicht drücken. Am liebsten würde ich Double-Switch jetzt machen. Aber er wird... Ding ist halt, ich muss für ein Erdbeben gehen, weil wenn er rausgeht, dann ist es auch in Ordnung. Wenn er rausgeht, ist es auch in Ordnung. Das heißt, ich gehe jetzt für ein Erdbeben. Weil ich kann es mir nicht erlauben, jetzt ein Double Switch zu machen, weil er ist Plus und alles. Deswegen, ja, er setzt jetzt auch auf. Deswegen, ich konnte nicht. Ich kann nicht rausgehen. Ich kann nicht rausgehen. Ich muss jetzt den Zap brechen. Und danach muss ich ihn besiegen. Irgendwie. So. Ich habe wirklich kurz überlegt, rauszugehen, aber es macht halt einfach keinen Sinn für ihn, wenn er plus 2 init und plus 1 Angriff ist, rauszuswitchen. Deswegen, wir bleiben drin, gehen safe weiter für Erdbeben. Selbst wenn er in Libeldra geht, können wir immer noch rausswitchen. Das ist es halt. Du musst jetzt angreifen, mein Freund, anders kriegst du hier nichts raus. Und Hit Me Baby tankt Hits, Hit Me Baby tankt die Hits. Und dieses Magiana ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Warum passe ich mir nicht immer im Kopf, ey? Was bin ich für ein nachdenklicher Fuchs? Ich muss das überlegen, so. Denkerpose oder sowas. Ich weiß auch nicht. So. Was willst du gegen mein Pferdchen tun? Er geht raus, er geht ehrlich raus. Er verzieht seine Boost, geht auf die Beltra. Er geht auf die Beltra. Was auch vollkommen in Ordnung ist, wie gesagt. Die Beltra. Kann für die Kehrtwende jetzt gehen. Ich glaube, das wird er sogar tun. Wenn die Beltra jetzt für die Kehrtwende geht. Wo will ich denn am liebsten reingehen? Eigentlich habe ich keinen Switch dann. Aber er hat auch nichts Großartiges. Ne? Aber ich habe auch nichts Großartiges. Es ist halt, ich habe nichts gegen die Beltra. Das merkt er, glaube ich, auch. Ich kann auf Run gehen. Aber Run kann auch nichts Großartiges machen. Ich gehe auf Run mal. Wir gehen auf Run. Wir probieren mal was. Ich kann nicht für einen Nahkampf gehen, einen Drop kassieren und dann angegriffen werden. Wenn er jetzt für Dragon Dance geht, er kriegt die Dragon Claw. Dragon Claw, die macht nicht viel. Das ist schon mal sehr gut. Wir gehen für den Überrumpler. Überrumpler trifft alles ganz gut eigentlich. Außer halt sein Koryogel. Wir gehen für den Überrumpler. Warum nicht? Wir haben Priorität. Wenn er rausgeht auf Koryogel, dann ist es halt so, dann haben wir immer noch die Wasserdüse. Können ihn rausnehmen. Und wenn er auf Lamus... Ne, Lamus kann er nicht rausgehen, weil das effektiv getroffen wird dadurch. Überrumpler kommt. Wie viel macht das? Das ist krass, wie der Mensch. Wie viel heilst du? Recover ist gut, aber nicht zu gut. Das Ding ist jetzt halt, was wird er tun? Ich gehe für einen Aqua-Durchstoß. Ich gehe für einen Aqua-Durchstoß. Wenn du jetzt noch auf den Ruheort gehst, er geht für die Kehrtwende raus, okay. Ich hätte natürlich auch für die Wasserdüse gehen können, aber das wollte ich nicht. Er weiß jetzt, er wird das auf Lamus rausgehen. Er wird das auf Lamus rausgehen. Aber ist mir egal. Ich hätte auch für Tiefschlag gehen können. Oder ich kann auch gleich für Tiefschlag gehen. Außer er boost sich um Gedanken. Gut, das wäre auch ein bisschen eklig. Ah, so viele Options. Geh auf Lamus raus. Oh Mann. Relaxo. Okay. Relaxo ist Special Death, das heißt, physisch Death machen wir guten Damage, oder? Relativ. Damage ist nicht schlecht. Habe ich was gegen Relaxo? Habe ich einen Counter? Habe ich einen Counterpart? Hit Me Baby ist eigentlich wunderbar dagegen. Wir gehen auf Hit Me Baby raus. Haben nämlich Nahkampf alles drauf. Dann gucken wir mal, was das für ein Set ist. Ob das ein Bauchtrommel-Set ist oder sonst was. Ich bin gespannt.
habe das Gefühl, das wird eklig. Ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr eklig. Ich bleibe hier. Ich bin jetzt überlegen, ob ich für ein Erdbeben gehen will. Ich will für ein Erdbeben gehen. Ich will für ein Erdbeben gehen. Ich gehe jetzt nicht für Nahkampf. Ich gehe jetzt nicht für Nahkampf. Extra mit Absicht. Ich hoffe einfach, dass der Boy jetzt nicht auf die Beldra geht. Das Battle wirkt noch ziemlich slow, kann das sein? Irgendwie schon, ne? Muss noch ein bisschen schneller hier reinkommen. Ich bin richtig nervös, merke ich hier. Ich muss mal ein bisschen runterkommen. Komm mal runter! Du Junge da, du dicker Ranzen. Lamus. Okay, das heißt, er hat den Nahkampf predicted. Deswegen gehen wir fürs Erdbeben und drücken. Wie viel Damage? Boah, der ist stabil, der Damage. Der war gut. Aber ich habe auch keinen Bock jetzt in Siedewasser. Obwohl, in Siedewasser würde ich sogar noch tanken. Und outspeed ich Lamus? Mit Hit Me Baby? Ich glaube nicht. Aber ich outspeede danach mit Emma Rose, oder? Emma Rose hat nämlich gut. Emma Rose sollte einen Hit tanken, ne? Und mit Kugelsaar das Ding außer Gefecht nehmen. Ich gehe auf Emma Rose jetzt raus. Wir schauen mal, Leute. Das ist alles jetzt noch ein bisschen. Ja, Pokémon werden gehittet, Pokémon werden geswitcht, Pokémon werden gehittet, Pokémon werden geswitcht. Es ist ein Mega-Lamus. Oh shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Watch out, watch out, watch out. Okay, Lamus. Shit. Das Ding wird gefressen. Was macht das? Das macht einen Tagedieb. Recovert sich mal eben. Und das ist nicht so nice. Aber ist okay. Wir haben eine Mega draußen und Tagedieb. Wir haben Speeden normal. Wir gehen für den Kugelsaat. Vielleicht geht er raus. Gehst du raus? In was könntest du gehen? Ist egal. Er hat immer noch seinen fucking Mimikmaus dabei. Aber wir haben Emma Rose. Das leider langsamer ist. Und deswegen brauche ich eigentlich noch Emma Rose. Er geht raus. In was gehst du? Magirna wieder. Das kriegt aber wieder guten Damage. Was heißt guten Damage? Das kriegt wenigstens etwas Damage. Aber Magiana werde ich nicht outspeeden. Niemals. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Das Ding ist zu. Uber. Nee, jetzt glaube ich Overuse Mode. Magirna. Nee, ich kacke das jetzt nicht nach. Oder ob es versucht da irgendwas. Ist in einer guten Range auf jeden Fall. Und was haben wir gegen Magiana? Wie gesagt, Hit Me Baby ist eigentlich ein guter Switch und den werden wir auch wieder bevorzugen. Falls er wieder in die Beltre geht jetzt, werde ich nicht für den Erdbeben gehen, sondern was anderes. Wir schauen mal. So. Was gehst du? Gehst für Gangwechsel? Eisenschädel, okay. Ist in Ordnung. Du drückst unsere Zähigkeit rein, das heißt, wir kriegen plus 1 in der Death. Und wir können nicht rausnehmen mit dem Erdbeben. Aber gleichzeitig können wir auch massiven Damage drücken. Und das machen wir auch. Eigentlich einfach ein Rambos. Ich weiß nicht, wie viel das Ding wiegt. Ich glaube, wir gehen für den Rambos einfach mal. Wir gehen für den Rambos. Er bleibt jetzt drin, aber er wird jetzt drin bleiben. Das ist so predictable. Zweimal den. Er geht raus. Okay, was gehst du? Lamus. Okay, das ist sogar das Richtige gewesen in dem Sinne. Wie viel machen wir? Immer nicht viel und es wird auch resisted, aber es ist besser als Nahkampf zu droppen in dem Sinne. Dasselbe Spiel, wir können wieder auf Emma Rose raus. Ah, das ist es jetzt. Ich kann auch auf Run raus, wenn ich will, aber ich will doch gar nicht auf Run raus, deswegen, ich will Run eigentlich noch aufbewahren. Ich kann auch auf Raichu raus. Es hat den Focus Sash. Heißt, ich krieg Safe Damage raus. Aber ich kann mit Raichu nichts großartig anfangen, wie die Beltra noch lebt. Das Beste wäre wieder auf Emma Rose jetzt rauszugehen. Es ist einfach nur ein Hin und Her und Hin und Her und ohne Her. Und bah, es ist einfach scheiße gerade. Es ist echt nicht cool. Es ist echt nicht cool. Es kommt das Siedewasser, er droppt's. Wie viel macht das? Es macht nichts. Wir tanken zwar. Na, wir tanken nicht mal zwei, wir tanken nur eins. Geh's wieder raus, Magiana. Kannst du gerne machen. Dann werde ich jetzt Emma Rose aber opfern. Beziehungsweise, ich werde es opfern müssen. Weil ich kann gerade echt
nicht viel machen. Mein Team ist sehr, sehr bulky, ich weiß. Aber das Ding ist halt, Leute, ich kann halt nicht so viele Pokémon auf einmal machen, weil das halt sehr, sehr zeitaufwendig ist natürlich. Und er geht raus in... Was ist das? Koriogel, okay. Wie viel Damage kriegst du? So resistest du halt vierfach, ne? Ja. Ist halt ein bisschen arg ärgerlich. Ah, shit. Egal. Egal, egal. Hör auf. Hör auf. Hör auf, Emma. Hör auf, Emma. Es ist genug. Es ist genug. Es ist genug. Brauche ich Emma Rose wirklich noch so arg dringend? Normal, ja, wie gesagt, für halt Pikachu. Beziehungsweise Magiana. Ich kann es mir nicht erlauben, das Ding jetzt hier einfach, halt wegzuwerfen. Raichu würde outspeeden, würde guten Damage machen. Ich weiß nicht, ob Raichu hier tankt halt, ne? Das ist es. Ich kann es probieren. Ich kann auch Run probieren. Run wird auf jeden Fall einen Schweifglanz tanken und mit Wasserdüse das Ding finishen. Zur Not. Ich probier's. Sehr, sehr switchless. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel Überlegung hier, Leute, aber es ist gerade sehr, sehr, sehr heftig. Er macht den Luftschnitt. Er macht's richtig. Er macht das. Oh, das nimmt uns sogar raus, ey. Das hätte ich niemals gedacht. Okay, es war ein Crit auch, ne? Das ist es halt. Wir sind halt Offensivweste, ne? Das ist jetzt ein bisschen hart ärgerlich. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße, ey. Ich glaube, ich töte den Boy einfach. Ich töte den Boy einfach. Outspeeden sollten wir. Mir überlegen, aber auf was ich gehe. Gehe ich für einen Sword Dance sogar erst? Nö, ich gehe für einen Knirscher. Falls Alarmus rein switcht. Er rappt drin, ne? Wie viel macht das? Das rankt. Weil selbst wenn ich jetzt auf Sword Dance gegangen wäre, wäre seine Fähigkeit getriggert und er hätte auch plus 2 bekommen. Das wäre nicht ganz so nice gewesen. Ist mir gerade im Nachhinein aufgefallen, so. Ups. Kann auch noch passieren, ne? Deswegen sollte man kein Sword Dance oder Falterreigen oder sowas im Team haben, sobald diesen Vogel da im gegnerischen Team zu sehen ist. Sollte man nicht machen. Ist nicht gut, weil er kopiert es einfach. So, Magiana ist wieder am Start. Und wir können nichts dagegen machen. Und wir haben gesehen, es ist hart am Arsch gegen Hit Me Baby. Und er hat nichts Großartiges gegen Hit Me Baby. Was sehr, sehr gut ist. Und irgendwie regt mich diese Musik auf, diese Battle Royale Musik. Och, keine Wirkung der World Switch. Das tut mir aber sehr, sehr leid. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, die dazu kommt. Wir sind Typ Boden. Bleiben wir drinnen. Wir machen Double Switch jetzt. Wir machen eine Double Switch. Und zwar gehen wir jetzt raus. Ich denke mal, was kann jetzt kommen? Er hat die ganze Zeit auf Magiana gemacht oder auf Lamus. Und davon gehen wir jetzt auch aus, dass er auf Lamus geht. Und deswegen gehen wir jetzt raus auf Silver Surfer. Falls was passieren sollte, wir resisten. Wir haben dann wieder den Switch Advantage zur Not halt durch Voltwechsel. Und das machen wir jetzt auch. Er geht raus vom Magiana auf Lamus. Sehr schön. Endlich kriegen wir mal irgendwie was geschissen. Und wir gehen raus auf Silver Surfer. Sehr gut. So. Wir können für Donnerblitz, wir können für Wolfswitch gehen, aber wir wissen ganz genau, dass er rauswechseln wird auf sein Libeldra. Das ist sein Switch Nummer Uno jetzt. Und das wird er auch tun, deswegen gehen wir jetzt, wäre normalerweise der richtige Play auf das
Stripperella rauszugehen. Ein Double-Double-Switch. Das wäre eigentlich echt knorke, wenn wir das machen würden. Ja, das wäre richtiger Play. Wir müssen auf Stripperella jetzt raus. Wir gucken mal, ob das funktioniert jetzt. So, Silver Surfer, komm zurück. Wir gehen auf Stripperella. Was machst du jetzt, mein Freund? Er geht ebenfalls raus. Geht auf das Libeltra und unser Plan ist funktionierbar. Oder ist aufgegangen auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Und jetzt sind wir nämlich in der Position, wo wir einen Knuddler drücken können und auf allem guten Damage drücken können. Wirklich, auf allem. Das ist sehr, sehr gut. Boah, ein dreifacher Switch, Alter. Das muss man auch erstmal machen. Wir gehen für Knuddler und wir nehmen das Libeltra raus. Gott, es ist endlich weg. Bam, das hat sich ausgezahlt, ey. Mein Gott, das war gut. So intense. So intense. Wenn die Musik noch ein bisschen spannender gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich ein bisschen geiler gewesen, aber okay. So. Ja, natürlich alles ein bisschen predictable, aber ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall in Ordnung. So, Mimikma kommt rein. Mimikma ist ein Monster. Und Mimikma wird auch hier monströse Sachen machen. Ich will das Ding nicht wegschmeißen. Wir wissen auf jeden Fall, er kann auch für einen Sword Dance gehen, was ultra eklig ist. Und ich habe auch keinen Bock darauf eigentlich. Wenn er jetzt für einen Sword Dance geht, da hat er Knuddler. Was ist es jetzt? Wenn er jetzt für einen Sword Dance geht, da bin ich am Arsch eigentlich schon fast. Das heißt, ich muss jetzt auf Silver Surfer. Na. Er hat Schattenstoß. Das ist scheiße. Ich kann seinen Sub brechen. Ich muss seinen Sub eigentlich jetzt brechen. Sonst bin ich am Arsch. Wenn ich ihn jetzt nicht breche, dann bin ich tot. Das heißt, ich muss jetzt für Knuddler nochmal gehen und seinen Sub brechen. Weil, wenn er jetzt, wie gesagt, wir müssen treffen. Wir treffen, das ist wichtig. Das ist ultra wichtig. Der Delegator ist weg, was super gut ist. Gehst jetzt für den Sword Dance. Du gehst für den Sword Dance, wie gesagt. Da ist der Sword Dance, Leute. So, und wir gehen jetzt raus. Moment mal, wenn er jetzt für den Sword Dance gegangen ist. Ich gehe nochmal für Knuddler. Wie viel Damage drückt das? Macht ganz gut Damage. Ah, Blutsauger-Set. Scheiße. Fuck! Scheiße, da war was. Das war ein Crit. Das hätte nicht gemattert. Aber das ist jetzt scheiße. Mimikma plus 2. Ist aber noch handelbar. Ist alles noch handelbar. Deswegen, wir gehen nämlich also Pampros raus. Und töten das Ding mit Ramboss einfach. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber das ist vielleicht Damage gewesen. Den Pampros hätte nicht schlucken können gleich. Deswegen bin ich mir jetzt ein bisschen... Ich hätte natürlich auch sofort auf Pampros gehen können. Aber ich war mir unsicher, Leute. Wenn der Sub nicht gebrochen ist, wäre es auch selber rausgekommen. Knuddler, den tanken wir. Den tanken wir wie ein Biest. Und Mimikma ist down. Was sehr, sehr gut ist. Was? Super Sache. Damit haben wir das Pokémon gestrichen. Aber... Libeltra, doch, er hat noch Lamos, Magierna und Relaxo. Das ist gut, das ist gut. Wir haben seine Pokémon gut minimiert. Und ich merke selber, dass ich Misplays des Todes mache, höchstwahrscheinlich noch. Aber hey, Leute, wir sind ja alle zum Lernen. Sondern ihr seid zum irgendwie entertainen und vielleicht um irgendwas zu lernen. Ich bin hier eigentlich nur, um Blödsinn zu machen. Nee, ich probiere wirklich irgendwas zu reißen eigentlich. Lamos. Lamos, Lamos, Lamos. Ich darf jetzt nicht meine Schnelligkeit verlieren. Ich will aber auch nicht, dass er sich hochboostet jetzt. Aber ich kann nichts mit Pampros machen. Das ist es halt. Und Pampros brauche ich halt noch für Magie. Ja, ne, der kann mich auch so töten, glaube ich, damit. Eigentlich brauche ich Emerald gerade nicht. Ich gehe auf Emerald jetzt raus. Oder brauche ich... Oh, das ist das Ding halt, ne? Ich merke erst später, dass ich es vielleicht brauche. Ne, ich brauche es aber nicht. Siede, was da kommt. Tank mir vielleicht eins mit ganz viel Luck.
Nein. 3 KP mehr oder so hätten vielleicht gelangt, hätten wir es überlebt. Wir haben es letztes Mal gesehen. So, das ist aber gar nicht so bad. Wir gehen auf Silver Surfer jetzt. Gehen wir jetzt für Silver Surfer oder gehen wir es für Haltigosch sogar? Haltigosch wäre nicht sogar super. Weil wir resisten beide seiner Moves. Wir können für den Sword Dance gehen. Das machen wir, glaube ich, sogar. Ich glaube, wir machen das sogar. Wir gehen für den Sword Dance jetzt erstmal. Deswegen. Sword Dance. Go, go, go. Schauen wir mal. Bin sehr, sehr gespannt. Wir haben beide krasse Zähne. Du am Hals, ich in der Schnauze. Du gehst raus, das ist super. Habe ich mir schon gedacht. Du gehst auf Magiana. Mit deiner Monster-Death, mit deinem Monster-Ass, den du da am Arsch kleben hast. Und wir sind plus 2. So. Das Ding ist jetzt, er wird safe jetzt für den Voltwechsel gehen. Weil er denkt jetzt höchstwahrscheinlich so, ah, der ist greedy, der Boy, der ist plus 2, der kann nicht rausswitchen jetzt. Doch, mein Freund, pass mal auf, wie ich rausswitche. Wenn er jetzt für den World Switch geht, naja, ich muss eigentlich auf Pampros gehen. Aber Tank Pampros noch ein Hit. Das ist es jetzt halt, ne? Tank Pampros wirklich noch ein Hit. Wir outspeeden Magiana, wir sind plus fucking 2. Ich darf nicht so viel Angst haben, Alter. Wie, was hat Magiana für eine Death? Das interessiert mich gerade, ey. Gute Death oder Special Death? Es hat eine... Okay, sind beide in Ordnung, die Werte. Die sind beide in Ordnung, die Werte. Aber ich habe auch nichts, was sehr effektiv trifft. Ich gehe auf Pampros raus. Ich gehe auf Pampros raus, Leute. Wir müssen es machen, wie gesagt. Ich kann es mir nicht erlauben. Wasserdüse hätte niemals gelangt. Und er geht für den Eisenschädel. Oh, fuck. Er hat's predicted. Er hat's eiskalt predicted. Seelenherd. Spezialangriff steigt. Das heißt, ich habe gerade meinen Boost weggeworfen, was ein bisschen ärgerlich ist. Kann überlegen. Das ist nicht nice. Wir haben uns Silver Surfer noch safe im Focus Sash. Ich weiß. Wir gehen für den Dönerblitz. Boah, shit, Alter. Wie viel Damage drücken wir auf Magiana? Mehr als die Hälfte jetzt? Ja, es zählt. Und die Paare, Alter. Shit, kann die wichtig sein? Oh ja, sie war wichtig. Hex as fuck. 10% Paare. 10% getriggert. Get in! Oh mein Gott, Alter. Das war jetzt echt dreckig. Das war richtig dreckig. Das tut mir leid. Das tut mir jetzt richtig leid. Für Relaxo habe ich leider noch den Fokusstoß, der nicht hart trifft, aber immer noch gut. Aber ne, ich glaube, ich gehe für den Donnerblitz sogar bei Relaxo. Das ist mir zu unsicher, dass der Fokusstoß vielleicht mehr... Und der Crit noch weiter. Oh mein Gott, Alter, ey, da uns zu zeigen, so, hey, yo, das ist das Hex-Raichu. Aber wir haben den fucking Fokusgurt noch drauf, das heißt, wir sind immer noch richtig gut am Start. Relaxo ist sogar angeknackt, sehe ich. Das heißt, wir gehen safe in Donnerblitz, weil er kann uns nicht outspeeden. Er hat auch keine Prio. Was hat er auf den Set gehabt für Relaxo? Er hatte irgendwie Doppelteam oder so, ne? Irgendwas richtig Merkwürdiges. Ich meine schon. 32 Runden schon, ey. Tschüss! Das ist ein krass langer Kampf, kann das sein? Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass die Kämpfe so fucking lang werden, aber egal. So, Dönerblitz kommt. Dönerblitz trifft. Relaxo wird getroffen. Das macht gut Damage. Aufbereitung. What? Ich weiß nicht, was das war, aber okay. Ich hätte euch jetzt Fokusstoß drücken können. Aber nee, Leute. Das machen wir nicht. Wir bleiben safe und das tut ihr nicht. Ich weiß. Es kommt, was kommt? Zitrizusbeere? Was war das denn? Die Beere fand ich gar nicht nett. Die fand ich gar nicht nett, die Beere. Ich glaube, ich habe gerade richtig Angst, dass ich das noch verpatzen kann. Ich hab einen Psycho-Schock. Wie viel Damage drückst du? Machst du mehr wie Donnerblitz? Bitte? Weil das Ding Special Death ist eigentlich. Das macht gut Damage. Aufbereitung. Ach, jetzt kriegt er seine Beere wieder, ne? Das ist das. Das ist es.
Warte mal. Fokusstoß, wird das reichen? Ich probiere einen Fokusstoß jetzt aus. Und wir treffen. Hört ihr das jetzt vielleicht? Das wäre ganz nett. Ja! Wuhu! Es tötet! Relaxus down, Alter! Und damit ist der Battle auch zu Ende. Oder? Ich meine schon. Oh, sie hat noch Lamus. Sie hat noch Lamus? Du hast doch fucking Lamus gehabt! Warum stand das nicht in meiner... Warum stand das nicht in meinen Notizen? Hier für ein World Switch. Ich will nämlich keinen Damage auf Raichu haben. Und das macht nämlich relativ... Oh, Donnerblitz hätte getötet. Donnerblitz hätte... Aber egal. Wir haben Free Switch. Wir können auch mal World Switch drücken. Warum steht das hier nicht in meiner Liste drin, dass Lamus noch lebt? Oh, es ist ganz fett eingekreist. Ich mache immer diese coolen Notizen an der Seite. Das ist immer recht witzig, was ich da so mache. So, wir outspeamen mit Knirscher und wir töten einfach und das Land. So. Und das war's gegen die gute Mona. Außer es kommt daher die Eifelbeere mit doppelten Item mit Megastein und Tagedieb und heilt sich wieder hoch. Und dann regnet es Crits des Todes. Aber egal. Leute, wir haben es geschafft, irgendwie gegen die gute Mona zu bestehen mit ihrem echt krassen Team. Hat mir sehr, sehr gefallen. War am Anfang sehr, sehr stolpriger Kampf. Stolpriger, Alter. Holpriger Kampf, was laber ich da für eine Scheiße schon wieder. War ein holpriger Kampf am Anfang, wurde dann doch am Ende sehr spannend meiner Ansicht nach. Also ich fand ihn sehr, sehr gut. Wenn ihr noch mehr Wi-Fi Battle sehen wollt, Leute, drückt den Like-Button. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis nächstes Part und ciao!